Moin Moin und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge um 2. Heute mal mit einer Ansicht von einer Bonusmission. Das ist das, was ich gestern nämlich gemeint hatte. Und heute fahren wir mal Bad Hückelsdorf. Eine Strecke, die ich glaube noch nicht gefahren bin. Und auch für die RSG. Und schauen wir uns mal an, was 3.31 Uhr das Ganze bringt. Natürlich fahren wir hier mit Gelenkbus, aber. Dann würde ich sagen, bis gleich, ne? So, da sind wir auch schon am Betriebshof. Und ja, Bad Hückelsdorf war ich schon nicht einmal. Also ist das erste Mal, dass wir zusammen quasi das Ganze fahren. Und ihr seht schon, 6 Minuten 30 geht's los. Ja, da habe ich auch keinen gescheiten Fahrplan dafür. Und immer auch das Problem da ist. Die NE1 vom Hildegard Platz. Zum Hauptbahnhof. Ja, ich hoffe, ich fahre hier richtig, ey. So, Wetter ist natürlich wieder winterlich eingestellt. Da ist schon ein bisschen Schnee an den Pflanzen. Haben aber 10 Grad, das heißt, es wird ordentlich, hier vorne rechts wird unser Startpunkt. Aber ich denke einfach mal, wir werden dann einfach mal den zweiten Punkt da einfach mal hinfahren. Bin ich mal gespannt, was das für eine schöne Route ist. Denn wie gesagt, mit dem Repent dahinter. Ja, der coole Busfahrer mit seiner schicken Brille da, ne? So, Abfahrt. Dann schauen wir mal, was uns da noch entgegenkommt. Ist nämlich auch, wie gesagt, zum ersten Mal Bad Hückelsdorf, was ich fahre. Und gehört auch einen anderen Bus dazu. So, Heldepo-Klinik. Da hätte ich ja auch dann mit Solobus fahren können, ja. Nennt man dann eine Lostfahrt wieder. Vielleicht habt ihr ja eine Möglichkeit und ihr habt eine Datei, dann könnt ihr mir die gerne mal auf Discord schicken. Bad Hückelsdorf, die Rufdatei.
So, ja, ich wünsche euch erstmal schönen guten Tag, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt dann einen schönen Start in den Mittwoch. Ja, heute geht es nämlich auch richtig los. Also ACC wird halt mal richtig trainiert, genauso wie das Fliegen. Möchte ich noch dran. Schöne Plakate, muss ich sagen. Die gefallen mir. Ich fühle mich aber ganz schön einsam, wenn hier keine KI fährt. Oh, jetzt spinnt das Kassensystem komplett, Digga. Geil. Da müssen wohl wieder unsere Techniker ran und mal hier ein bisschen gucken, was los ist. Das ist nämlich schon komisch. Aber die Strecke gefällt mir. Schön. Was meint ihr? Gefällt euch Bad Hügelsdorf? Ist das eine Karte für euch? Wenn ja, dann könnt ihr mal ja ein Like da lassen. Schaffen wir es vielleicht bei dem Video die 10 Likes zu bekommen, wenn ihr das kräftig am Teilen seid? Das wäre nämlich echt nice. Machen wir noch ein paar schöne Screenshots. Weil alternativ wollte ich nämlich die 301 fahren, auch eingeben, aber die wollten nicht. Das Kassensystem wollte nicht, warum auch immer. Ah, ihr wollt bestimmt blitzen, ne? Ah, ihr Blitzer. Naja. Wundert auf jeden Fall, dass das so performancemäßig geht, ey. Obwohl ihr bald Stelle Dreieck der Spätdienst ruft, ne? Alles klar, Meister. Hebt die Hand. Geil. Ja, das Kassensystem spinnt. Alles mal lieber Justin, du weißt Bescheid, ne? Ich weiß, dir geht's momentan nicht so gut, aber wir suchen noch ein paar Techniker. Wenn ihr Lust und Laune habt, kommt dazu. Dem Chaos-Trupp. Der Busfahrer, der verrückt. Oh, mit so einem alten Käfer. Das ist ein Käferschläfer, wie man es so schön nennt. Aber was ich sagen muss, schöne Schlangenlinie, die man hier fahren muss. Also es gefällt mir richtig gut. Vor allem mit solchen Säulen.
Fressnapf. Ja, brauchst du Happy Shappy Papi? Fragt der kleine Dog den Vater Dog. Papi, brauchst du Happy Shappy Papi? Ach, meine Güte, ey. Aber man merkt, dass nachts dann jetzt viel los ist. Ist fast so wie bei dem auf YouTube den Busfahrer, den ich da jetzt neu entdeckt habe durch einen anderen Abonnent. Nennt sich Mario Plato. Der fährt in Mannheim, Heidelberg, fährt er nämlich für die RNV. Und ja, dann habe ich gestern noch ein paar Videos angeguckt. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich werde noch mal ein paar Videos bei ihm in meinem Stream einblenden. Dann schauen wir mal. Eine Minute. Ist auf jeden Fall mal was Schönes. Also so Bonusmissionen, so Bonusfahrten, das könnten echt öfters machen. Scheinbar scannt sich der Ordner dann quasi komplett durch vom BBS, sagt dann, ah, du hast die und die Karte, Zufallsgenerator, und dann machen wir dich mal glücklich, was du fahren darfst. So, Schrittgeschwindigkeit, ne? Was ist denn das? Achso, Tipico, ey. Ich hab schon gedacht, sieht so aus wie so ein Knast, ey. Ja, wie ist der Schrittgeschwindigkeit, ne? Oh, das sieht doch mal geil aus. Boah, warum werden solche Piktogramme verbaut? Moin, Oma. Ja, solche, ja. Das Piktogramm aber. Nein, lass da mal eine Verfolgungsjagd mit dem Bus machen. Moin. Hallo. Oh Gott, wir haben einen Fahrgast. Ich glaub's ja nicht. Wir haben einen Fahrgast. Wer hätte das gedacht, ey? Also in das Einkaufsgebäuden, Passagen kriegst du hier auf jeden Fall viel mehr geboten, zur Städtle zu fahren, was ja okay ist. Ach, neben am Flüssler, ey, das ist eine. Krass. Boah, nice, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Wie geil ist das denn? Ach, ich bitte euch, zwei Reisebusse. Ah, oh, einfach nice. Tschüss, hallo Blitzer. Stinke-Winke.
Ist doch der Wahnsinn, ey. Das sieht so mega aus, ey. Zwar an manchen Stellen überbelichtet. Also ich weiß, ob das von der Grafik her ist, aber oh, geil. Diese Glasbaukasten. Das sind alles Objekte, Texturen. Die könnten wir alle wunderbar wieder verarbeiten, okay. Für andere Karten. Also wenn das eure Inspiration ist, Freunde, dann Hut ab, ey. Dann halt nicht. Ja gut, das kennen wir ja schon von der anderen Karte. Aber nicht mit dem Schriftzug da oben. Okay. Freien Vertrag nach Feuerwehr, wow. Nice. Nice. Ich muss sagen, es war eine schöne Strecke. Ey. Das war einer der längsten, ich glaube der N1, was ich vorhin in der Redmi-Datei gelesen habe, aber ja. Es wird winterlich, ey. Man sieht's. Ja, ich hätte halt gern schon ein paar Minusgrade. Ne? Schnee. Gerade in Hessen, ey. Wenn ihr das mitbekommen habt, was da in Hessen los war, ey. Da hat's den Schnee richtig erwischt, ey. Ich habe gestern echt noch die Nachrichten angeguckt. Ich habe also, boah. Also wenn wir nachher dann heute noch das Video von dem ersten Schwertransport, Spezialtransport von dem Balkan-DLC rauskommt, na dann Prost Mahlzeit, ey. Frosty-Mod. Freut sich. Der freut sich auf jeden Fall. So richtig. Wo ich dachte, naja, das könnte ja auch ein bisschen anders da laufen. Freunde, wenn ihr gerne wieder mal einen OMG 2 Stream haben wollt, dann schreibt es gerne mal unter die Kommentare. Dass wir mal so ganz kleine Karten erkunden. Für die RSG? Jawohl. Ich hab verstanden. Also nächstes Mal fahre ich mit dem Solo-Wagen da durch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.